Neoliberalismus heißt dann in der Wirtschaftspolitik dafür zu sorgen, dass die Unternehmen richtig viel Knete machen. Das, was ich will, ist Sozialismus. Sozialismus ist gescheitert, sehe ich nicht unbedingt so. Von vornherein und x-mal versuchen, wird leider wahrscheinlich nötig sein. Dass es im Prinzip funktioniert, ist wohl nicht die Frage. Und okay, da kann der Herr von Mises sagen, was er will, aber das ist, glaube ich, deswegen wird es ja nicht richtiger. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute in der Uni Hamburg bei der Veranstaltung Perspektive nach der neoliberalen Hegemonie. Das ist ein Symposium in Erinnerung an Herbert Schui. Und neben mir sitzt Lukas Zeise. Hallo, erstmal Herr Zeise. Hallo. Herr Zeise, Sie waren oder Sie sind bekennender Kommunist. Sie sind Mitglied in der Deutschen Kommunistischen Partei. Und waren lange Zeit Ressortleiter Wirtschaft bei der Financial Times Deutschland. Erstmal, wie kann man als Kommunist da bei der Financial Times Deutschland tätig sein? Eigentlich ist das nicht so wahnsinnig schwierig, wenn man es mal ist, aber man wird nicht Ressortleiter, wenn man sagt, ich bin Kommunist. Das ist wohl wahr. Deswegen habe ich das nicht gesagt. Das heißt, man natürlich sozusagen von außen muss man sagen, führt man ein Doppelleben, aber ich konnte schon auch schreiben, was ich meine, das Sache ist. Ist insofern nicht so ein Problem. Wir sind jetzt ja heute auf einer Veranstaltung, wo es viel um den Neoliberalismus geht. Bei mir ist es so, wenn ich so Freunde frage, wisst ihr eigentlich, was Neoliberalismus ist? Das ist für mich einfach so ein Buzzword, was immer wieder benutzt wird und die wenigsten wissen eigentlich, was Neoliberalismus bedeutet. Was ist für Sie Neoliberalismus? Sie haben auch viele Bücher darüber geschrieben. Sie sind ja auch heute noch schriftstellerisch tätig. Was ist Neoliberalismus? Zunächst mal ist Neoliberalismus eine Weiterentwicklung oder ein neuer Liberalismus. Und Liberalismus ist ja eine Ideologie, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Eine Vorstellung davon, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Und zwar kann man sagen, die herrschende Vorstellung davon, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Nämlich Kapitalismus, in dem die Kapitalisten, also die Unternehmer, das machen können, was sie wollen. Und bedeutet eigentlich der freie Markt. Das ist das, wo der hochzuhalten ist und man soll möglichst wenig Staatseingriffe machen. Es gab ja eine Zeit, wo der Liberalismus unter Feuer stand und nicht so die herrschende Ideologie der herrschenden Klassen war. Das war vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich, was man sagen kann, goldene Periode des Kapitalismus, bezeichnen manche Länder, hohe Wachstumsraten, relativ gutes Einkommen sogar der unteren Klassen und so. Aber das war in der Wirtschaftspolitik wurde damals eben mehr Wert auf Wachstum gelegt, mehr Wert auf Keynesianismus gelegt. Dieser Keynesianismus ist dann in den 80er Jahren massiv zurückgeführt worden und unter dem Banner des Neoliberalismus. Neoliberalismus heißt dann in der Wirtschaftspolitik dafür zu sorgen, dass die Unternehmen richtig viel Knete machen und zwar dafür zu sorgen auch, dass die Löhne nicht zu stark wachsen und dafür zu sorgen, dass die Steuern für die armen Unternehmer nicht zu groß werden. Und das ist das, was Neoliberalismus ist. Was sind so die Köpfe beim Neoliberalismus? Wo kommen diese Ideen her? Die Ideen sind alt. Sie berufen sich meistens auf den wirklich ersten Ökonomen, den Herrn Smith, Adam Smith, der auch in einem seiner Nebensätze von der unsichtbaren Hand des Marktes gesprochen hat. Also der Markt, der Karl Marx, auf den ich mich beziehe, der hat auch gesagt, also im Kapitalismus setzt sich der Warentausch und das Funktionieren des Kapitalismus setzt sich hinter dem Rücken der Produzenten durch. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Das ist sozusagen eine einigermaßen spontane Selbstregulierung der Gesellschaft.
Das, und darauf bezieht sich das. Der Neoliberalismus, der ist dann in den 30er Jahren entstanden. Friedrich von Hayek ist Nobelpreisträger später geworden. Ist ja kein richtiger Nobelpreis, aber jedenfalls hat er ihn bekommen. Und der hat, und, aber das ist der, sozusagen das, der das ideologisch formuliert hat und so, und sein Hass auf den Sozialismus war richtig groß und daher, daher kommt das. Wie sieht man heute den Neoliberalismus? Wo sehen wir den, wo wird am meisten deutlich der Neoliberalismus? Überall. Da ist nichts, ist in keinem Land besonders. Man, die neoliberale Phase, so in der Wirtschaftspolitik und das Abbau des Keynesianismus fand eigentlich überall statt. Aber die Regierung von Ronald Reagan, 1981 ist der Präsident der Vereinigten Staaten geworden, und die von Maggie Thatcher, 1979 in Großbritannien, die haben das richtig zur offiziellen Regierungspolitik gemacht. Und in Deutschland war 82, ja, hat Helmut Kohl Helmut Schmidt abgelöst. Das war zusammen mit einem von der FDP, der liberalen Partei, wohlgemerkt, ausgearbeitetes Papier, und die haben das auch betrieben. Das hieß in Deutschland damals Angebotstheorie. Ein viel netterer Begriff oder so, aber jedenfalls. Und heute ist er noch überall im Schwange. Es ist immer noch offizielle Regierungspolitik oder ja, Regierungswirtschaftspolitik. Bei mir ist es so, wenn ich mir unsere heutige Gesellschaft anschaue, also man sieht ja, wir haben eine offizielle Staatsquote von, ich glaube, es sind 45 oder 46%. Die Steuern- und Abgabenlast, die beträgt 65 bis teilweise 80, 85%. Das heißt halt, für mich, ich sage halt immer, wenn wir Kapitalismus, da würden Sie mir als Kommunist auch wahrscheinlich recht geben, dass Kapitalismus die Produktionsmittel in privater Hand sind und freie Vertragsfreiheit. Würden Sie mir da recht geben, dass das Kapitalismus ist einfach die Produktionsmittel in privater Hand und Vertragsfreiheit, und Sozialismus halt einfach das andere, der andere Pol, dass Sozialismus die Produktionsmittel in Hand des Kollektivs oder der Gemeinschaft ist, und einfach man hat halt allem einem oberen Ziel untergeordnet, wie Gemeinwohl zum Beispiel. Würden Sie mit der Definition übereinstimmen? Einigermaßen stimme ich damit überein. Ja, die Konsequenz ist aber, dass natürlich die, was in der Gesellschaft produziert wird, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt, im Kapitalismus vom Kapital bestimmt wird und danach orientiert ist, wo ist am meisten Profit zu erzielen. Da wird hin investiert, und das ist dann, wie sich die Sachen entwickeln. Dann wird dann eben weniger in schöne Dinge, sondern mehr in ertragreiche Dinge investiert. Und im Sozialismus, wo das gesellschaftlich geplant wird, wo es politisch entschieden wird, in welche Richtung sich das entscheiden wird, da ist das eben nicht die Freiheit der Unternehmer, die das bestimmt, sondern es ist dann eine gesamtgesellschaftliche, möglichst demokratisch zu regelnde Frage. Okay. Und da, also wie gesagt, für mich ist halt 0% Staateingriff, ist für mich sozusagen der Kapitalismus in Reinform, und wenn der Staat ja 90, 100% überall eingreift, oder wenn tatsächlich sogar alle Produktionsmittel in der Hand der Gemeinschaft sind oder über alles demokratisch abgestimmt wird, dann ist nach meiner Definition ist einfach Sozialismus. Und da sehen wir einfach gerade, dass die Steuerabgabenlast 60 bis 65 bis 80% liegt. Wir sehen halt einfach ein staatliches Bildungswesen, wir sehen ein staatliches Rentensystem, wir sehen staatliche Krankenversicherung, wir sehen halt einfach wir sehen ein zentralistisches Geldsystem, wir haben halt eine zentrale Steuerung der Geldmenge, eine zentrale Steuerung des Preises für Geld, was der Zinssatz ist. Insofern, für mich, wenn ich einfach auf die Gesellschaft schaue, dann würde ich einfach eher sagen, wir sind im 80% Sozialismus. Deswegen frage ich mich immer, wo ist der Neoliberalismus, von dem alle immer reden? Das genauso hat der von Hayek auch argumentiert. Er hat gesagt,
Ja, das ist doch wirklich krass. Hier unglaublich hohe Steuerbelastung. Und das ist Sozialismus in Reinkultur. Es wird also nach dann noch Wege zur Knechtschaft, hat er das Buch genannt. Weg zur Knechtschaft, ja. Ja. Und das ist in der Tat seine Position gewesen. Und interessant ist ja auch, dass bei aller neoliberalen Politik, die gemacht wird, dennoch der Staatsanteil immer noch so hoch ist wie zuvor. Das heißt, in Wirklichkeit ist es schon so, dass die neoliberalen Vertreter der Wirtschaftspolitik natürlich den Staat auch brauchen, sonst könnten sie das, der freie Unternehmer kann schlecht wirklich Gewinne machen, wenn der Markt nicht vom Staat einigermaßen reguliert ist, wenn der Staat nicht das Geld bereitstellt. Das ist leider nicht, dass es so, dass der Staat wirklich bestimmt, was die Geldmenge ist. Keine Spur. Die Bundesbank oder jetzt die Europäische Zentralbank, die kontrollieren nicht die Geldmenge danach, wie der Staat das sagt, obwohl sie staatliche Institute sind, sondern danach, wie die Banken das gerne hätten. Und der Staat macht die Politik, die auch die Großunternehmen gerne hätten. Insofern ist das mit dem Wörtchen Freiheit sozusagen eine sehr eingeschränkte Sache. Sie haben jetzt gerade die Banken angesprochen. Natürlich, ich bin vollkommen bei Ihnen, dass die Zentralbanken staatliche Institutionen sind. Sie als Kommunist oder beziehungsweise auch als Anhänger von Marx, Sie haben auch gerade Marx schon mal angesprochen, Marx sagt ja auch im Kommunistischen Manifest, sagt ja auch, wir wollen die Zentralisierung des Geldwesens in der Hand des Staates haben. Letztendlich, für mich sieht das Geldsystem heute einfach so aus, dass letztendlich wir haben ein Monopol, ein Geldmonopol, wo, wie gesagt, die Menge des Geldes zentral festgelegt wird, die Menge die Höhe des Preises für Geld wird zentral festgelegt. Und man könnte jetzt natürlich das ganz offensichtlich machen, dass der Bundestag oder die Politik einfach die Notenpresse im Keller stehen hat. Da würden natürlich alle sehen, okay, es ist auch das größte Betrugssystem. Ihr könnt euch euer eigenes Geld drucken und damit die Währung entwerten. Und so hat man natürlich dann die Geschäftsbanken mit reingeholt, um einfach zu sagen, okay, es ist doch nicht ganz unabhängig oder beziehungsweise es ist doch unabhängig, es ist doch keine komplett politische Institution. Und Sie haben gerade gesagt, das ist ja durch die Geschäftsbanken, wird halt auch, die greifen damit ein, aber letztendlich die Geschäftsbanken, Sie und ich, wir können heute keine gemeinnützige Bank aufmachen ohne eine Banklizenz. Da hat man ja auch wieder, dass eine Bank kann nur operieren, solange der Staat der Bank die Erlaubnis dazu gibt. Also wir haben einfach keinen Währungswettbewerb, was Friedrich August von Hayek ja gerade auch letztendlich, die Österreichische Schule für Nationalökonomie, da geht es ja halt auch ganz viel um das Geldsystem als eigentlich das zentrale Wesen, das eigentlich das zentrale Gut, was bei jeder Transaktion Grundlage ist. Da geht es ja einfach sehr viel um Geld und wir haben halt einfach Geld, ein monopolistisches Staatssystem, wo wir einfach keinen Wettbewerb sehen, wie es die Austrians da wollen. Ja, Sie kennen sich ja richtig gut aus. Das finde ich ja ganz toll. Also ich sehe es natürlich völlig anders. Es gibt Währungssysteme, in denen die nicht zentral geregelt sind. Und da ist es, und vor allem die Entstehung, sagen wir mal in den USA zum Beispiel, die Fed ist erst, also die amerikanische Notenbank ist erst auf Wunsch der großen Banken erst später gegründet worden. Also das Geld muss nicht zentral geregelt werden. Der Kapitalismus funktioniert auch ohne. Aber er funktioniert natürlich in heutigen Zeiten verdammt schlecht ohne zentrale Banken. Und er funktioniert überhaupt miserabel schlecht, wenn der Staat nicht rettend eingreift und die Banken wie 2008 nochmal so richtig rauskauft. Das heißt, bei Ihnen, ja. Die Priorität, meine ich, also der Kapitalismus bedarf heute des Staates. Bei der Entstehung des Kapitalismus war der Staat sozusagen nur für den Schutz der Bürger und die Einhaltung der Verträge auf dem Markt zuständig. Und die Polizei kam, wenn jemand falsche Gewichte und so weiter verwendet hat. Aber heute ist er auf allen Ebenen tätig. Und ich meine, das ist eine Entwicklung des Kapitalismus, die vollkommen in Einklang mit dieser merkwürdigen Ideologie des Neoliberalismus läuft. Und
der Hayek als echter Reaktionär hat sich sozusagen die alten vorgestellten Zustände des Mittelalters idealisiert und dann das zu seinem Wettbewerb der Währungen hochstilisiert. Ich bin natürlich vollkommen bei Ihnen, als Sie gerade gesagt haben, so von wegen, okay, die Federal Reserve ist auf Wunsch der Unternehmen ins Leben gerufen worden. Und ich habe Ihnen ja gerade schon gesagt, ich kenne selbst viele Altkommunisten und diskutiere oft mit denen. Letztendlich, ich denke mal, wenn wir das heutige System einfach nicht als Kapitalismus in Reinform bezeichnen würden, sondern einfach als Staatskapitalismus oder als Lobbyismus oder als Korporatismus, ich glaube, dann wären wir uns da eher einig, oder? Wir Kommunisten haben das als staatsmonopolistischen Kapitalismus bezeichnet. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Der war früher, also die Abkürzung Stamokap hat ja dann in den 70er Jahren richtig große Wellen geschlagen, aber das ist eigentlich die Aussage, dass es des Staates, der ökonomischen Aktivität, des ökonomischen Eingreifs des Staates bedarf, damit die Monopole ihre höheren Profitraten auch auf Dauer erzielen können. Da bin ich natürlich vollkommen bei Ihnen. Wenn ich natürlich jetzt Vorstandsvorsitzender von einem großen Konzern bin, dann würde ich natürlich aussehen, dass ich lobbyiere, weil letztendlich man investiert 1 Million, man hat eine super große Rendite, weil man halt einfach sich Gesetze erkauft, weil man sich sozusagen Schutz vor Konkurrenz, erkauft. Und insofern sehe ich das einfach auch als Staatskapitalismus. Und mir ist es halt immer nur wichtig, dass man da auf die Terminologie achtet. Aber um jetzt einfach mal zurückzukommen auf Neoliberalismus, wenn ich Sie richtig verstehe, einfach mal zugespitzt gesagt, solange wir immer noch einen Restkapitalismus haben und immer noch nicht im Sozialismus sind, würden Sie das als Neoliberalismus bezeichnen? Das verstehe ich nicht, die Frage. Wie gesagt, für mich, ich sehe halt einfach staatliche Einmischung überall. Ich sehe halt einfach eine extrem hohe staatliche Steuer- und Abgabenlast, dass der Staat sich überall einmischt. Wie gesagt, für mich ist es ein 80% Sozialismus. Aber trotzdem reden einfach noch sehr viele immer vom Neoliberalismus. Wann ist es für Sie kein Neoliberalismus mehr? Für mich scheint es so, für die meisten, die immer vom Neoliberalismus stehen, das sind natürlich die, das kommt natürlich immer von der linken Seite, das ist ein linker Kampfbegriff. Ist der Neoliberalismus erst abgeschafft, wenn wir im Sozialismus leben, wenn wir Gemeinschaftseigentum an den Produktionsmitteln haben? Wenn wir im Sozialismus leben würden. Bloß diese merkwürdige Gleichsetzung, die Hayek ja auch findet, von Staatseingriffen zugunsten der großen Kapitalisten, das ist, glaube ich, ganz was anderes als Sozialismus. Das ist das, was wir jetzt derzeit haben und was ich natürlich vielleicht Kampfbegriff, ist ja kein sehr bösartiger Kampfbegriff, irgendjemand als Liberalen zu bezeichnen und Liberalisten zu bezeichnen. Aber mag sein, dass es ein Kampfbegriff ist, aber das ist in der Tat meine Meinung, dass der Neoliberalismus dazu dient, die Profitrate der großen Konzerne zu sichern. Ja, also nochmal, wann würden Sie denn sagen, wann leben wir nicht mehr im Neoliberalismus, wenn wir halt einfach im Sozialismus sind? Nein, ich habe ja anfangs gesagt, woraus der Neoliberalismus entstanden ist und dass die Periode, die vorher bestanden hat, doch ein bisschen anders war. Es war natürlich kapitalistisch, ich meine außer in der Sowjetunion, da natürlich nicht, aber in den USA und in Europa gab es, das war Kapitalismus und in der Krise in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die Weltwirtschaftskrise, die hat schon auch dazu geführt, dass eine andere Wirtschaftspolitik dann probiert wurde. Natürlich auch, weil es die Sowjetunion gab, haben sich, und da, man kann die bezeichnen als Keynesianismus, diese Wirtschaftspolitik, aber sie wurde schon eingeleitet, bevor Keynes überhaupt das auch anständig begründet hat. Aber es ist sozusagen ideologisch ist es schon die richtige Bezeichnung. Aber das war zwar Kapitalismus, aber nicht Neoliberalismus und natürlich auch weit entfernt von Sozialismus. Was ist denn so Ihr Ziel? Wie würden Sie halt einfach diesen Staatskapitalismus,
wie möchten Sie diese Welt am liebsten sehen? Möchten Sie die sozialistische Weltrepublik oder wie sieht Ihre ideale Welt? Warum Staatskapitalismus, was soll das heißen? Wir haben ja gerade gesagt, Sie haben jetzt gerade selbst gesagt, dass Kommunisten das vorherrschende System halt einfach als eine Mischung aus Konzernen, einfach, dass Konzerne mit dem Staat ins Bett gehen, dass es einfach eine Mischung zwischen Staat und Kapitalismus ist. Und wie wollen Sie das abschaffen? Wie sehen Sie die Welt? Ja, ich möchte aber mit dem ins Bett gehen, das ist ja keine gleichberechtigte Sache, sondern die einen instrumentalisieren den Staat. Und das ist schon wichtig, dass man diese Unterscheidung macht, in wessen Interesse der Staat dann tatsächlich seine Mittel mobilisiert. Ich würde sagen, das, was ich will, ist Sozialismus. Und nicht mehr Kapitalismus, in dem, völlig richtig, es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln mehr gibt. Es wird ja immer gesagt, jetzt haben wir ja sehr viele sozialistische Großexperimente im 20. Jahrhundert gesehen, da gibt es ja dieses bekannte Black Book of Communism, wo drin steht, dass diese Großexperimente... Ich kenne das nicht. Können Sie gerne googeln, wo drin steht, dass Sozialismus dass den Experimenten mehr als 100 Millionen Todesopfer dass es mehr als 100 Millionen Todesopfer gefordert hat. Und Kommunisten sagen heute immer, das war der real existierende Sozialismus, es wurde nicht richtig umgesetzt. Und da hört man halt immer, es muss nur richtig umgesetzt werden, indem halt weltweit über der Sozialismus stattfindet. Würden Sie da übereinstimmen, dass halt der Sozialismus überall herrschen muss, damit er erfolgreich sein wird? Ich kenne das Buch tatsächlich nicht, aber mit den vielen Todesopfern kann man natürlich sagen, gut, das liegt daran, dass der Sozialismus war, aber das halte ich für eine Quatschthese natürlich. Der Erste Weltkrieg hat auch ziemlich viele Millionen Menschen gekostet und da gab es noch gar keinen Sozialismus. Das ist natürlich. Und wenn dem Sozialismus der Garaus gemacht werden soll, klar, dann endet das im Krieg. Das ist in der Tat so. Aber meine Vorstellung jetzt vom Sozialismus hat ja jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass das überall jetzt gleichzeitig und so, das kann ich geschichtlich auch nicht vorhersagen oder sagen, das muss unsere Strategie sein und so. Da wollen wir mal schauen, dass wir die Verhältnisse hier so in Gang kriegen, dass überhaupt dieses Konzept einigermaßen wieder in Gang kommt und dass Leute wie Sie auch mal ein bisschen klarer über den Sozialismus denken. Das ist die erste Voraussetzung. Aber wie gesagt, man hört halt immer wenn ich mit Kommunisten rede, man hört halt immer, okay, es ist da und da gescheitert, ist halt ja, DDR, Sowjetunion, China, Kambodscha, überall in vielen Ländern in Afrika, viele Länder in Südamerika, jetzt gerade Venezuela, wo auch viele halt immer damals als, auf jeden Fall als sie da angefangen haben mit dem demokratischen Sozialismus, haben alle Linke gejubelt jetzt natürlich, wo das natürlich den Bach runtergeht, wo da die Menschen verhungern, wo die Hyperinflation oder wo die Inflation durch die Decke geht, da sagen natürlich alle, das ist kein richtiger Sozialismus. Wann ist es der richtige Sozialismus? Sozialismus ist gescheitert, sehe ich nicht unbedingt so. Immerhin hat die Sowjetunion von 1917 bis 87, bis 89, bis 90 Bestand gehabt. Das ist schon ziemlich lang dafür. Jedenfalls länger als die Pariser Kommunen, die bloß, glaube ich, 3 Monate durchgehalten hat. Geschichtliche Entwicklungen von der einen Produktionsweise zu einer anderen dauern manchmal lange, gehen verschlungene Wege. Geschichtliche Entwicklungen kann man auch schlecht voraussehen, aber von Scheitern natürlich, jetzt ist sie nicht mehr da. Insofern kann man sagen, das ist, wie auch immer sie umgekommen ist, Selbstaufgabe. Das ist eine zweite Frage. Aber scheitern von vornherein und x-mal versuchen, wird leider wahrscheinlich nötig sein.
Es gibt ja jetzt natürlich auch sehr viele Ökonomen, die gewarnt haben. Vielleicht kennen Sie Eugen Richter, sozialdemokratische Zukunftsbilder, der damals, ich glaube 1892 war das, zu Zeiten des Aufkommens der Sozialdemokratie in Deutschland oder allgemein in Europa, der hat halt, hat er 1:1 die DDR vorhergesehen, hat halt vorhergesehen, wohin diese Ideen führen, oder Ludwig von Mises hat mit die Gemeinwirtschaft 1932 hatte eigentlich hergeleitet, dass Sozialismus mit den besten Menschen, mit den besten Ideen, mit den besten Ressourcen unter allen Voraussetzungen einfach nicht durchführbar ist, weil die Marktpreise fehlen. Und wie oft muss man es denn noch ausprobieren, damit man einfach sieht, okay, vielleicht liegt es an der Idee, vielleicht liegt es halt nicht dran, dass es nicht richtig ausgeführt wird. Naja, ich habe ja gesagt, dass 70 Jahre kann er bestehen. Also, dass es im Prinzip funktioniert, ist wohl nicht die Frage. Und okay, da kann der Herr von Mises sagen, was er will, aber das ist, glaube ich, deswegen wird es ja nicht richtiger. Man hat ja auch gesehen, Sie haben gerade gesagt, die Sowjetunion hat ja so lange Bestand gehabt, letztendlich. Es gibt ja viele Wissenschaftler, die sagen, die Sowjetunion hat nur so lange Bestand gehabt, weil da einfach nur ein sehr großer Schwarzmarkt toleriert wurde. Auch jetzt in Nordkorea habe ich letztens, in der Welt oder so gelesen, dass halt einfach da immer noch ein sehr großer Schwarzmarkt ist, der diese sozialistischen Utopien am Laufen behält. Man muss, für mich ist es halt immer, haben Sie Ludwig von Mises gelesen, die Gemeinwirtschaft, halt eigentlich der größte Gegner, wo sogar die Zeit, die sehr eher links ist, die einfach sagen, okay, Ludwig von Mises hat diese Sozialismusdebatte für sich gewonnen, und die führenden Köpfe der Sozialisten haben einfach gesagt, ja, wenn wir halt keine Marktpreise haben, deren Antwort war, wenn wir keine Marktpreise haben, dann können wir die Marktpreise ja aus den amerikanischen Warenhauskatalogen nehmen. Also dieses Letzte ist natürlich ein bisschen quatschig. Das haben die Sozialisten gesagt. Ja, ja, natürlich, alle sagen das. Aber die Hauptthese, dass das nicht funktionieren kann, und der hat das auch schon gesagt, und die ganz linke Zeit hat das auch bestätigt, ist natürlich ganz nett zu sagen. Aber damit, dass die Kapitalisten selber und ihre Organe und ihre Wissenschaftler der Meinung sind, der Kapitalismus ist viel besser als der Sozialismus, ist klar. Und also das kann man vielleicht für richtig halten, mögen sie auch machen, mögen sie weiterhin Herrn von Mises super finden, aber ist wohl kaum ein Argument, dass er wirklich gegen den Sozialismus spricht. Gegen den Sozialismus spricht in der Tat, dass der Kapitalismus vorherrscht. Und das ist natürlich, macht es auch dann leichter zu sagen, funktioniert. Aber dass er gut funktioniert, würde ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt nicht Schwarzmarkt, aber dafür gibt es weißen Markt, aber der ist mindestens genauso schlimm. Sie sagen ja, Sie sind Kommunist, Ihre Idealvorstellung ist wahrscheinlich, ja, dass der, würden Sie mir recht geben, dass der Sozialismus übervorherrscht, dass es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt? Würden Sie mir da recht geben? Nein, natürlich nicht. Okay, alles klar. Insofern, da sind wir vollkommen überein. Für mich ist es halt immer wichtig, dass es einen Pluralismus der Ideen gibt, weil ich bin nicht so, ich stelle mich ja überhaupt nicht hin und sage, okay, die Ideen sind richtig, diese Ideen sind richtig. Insofern, ich würde mal einfach einen Pluralismus der Ideen, einen Pluralismus der Systeme wünschen, wo man halt einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Und das sehe ich halt einfach, ich bin ja vollkommen bei Ihnen, wir sehen halt auch heute einfach überall Staatskapitalismus, wo der Staat halt einfach... Da sind wir ganz unterschiedlicher Meinung. Okay. Ja, okay. Wir können ja auch vielleicht nochmal über die Finanzkrise reden. Was war Ihrer Meinung nach der Grund für die Finanzkrise? Das führe ich jetzt nicht im Einzelnen aus. Also natürlich, der Hauptgrund war, dass die Akkumulation von Kapital zu schnell ging und dass die Umverteilung von unten nach oben zu groß war, sodass eine Überproduktionskrise folgen musste. Aber das,
die Art und Weise, wie diese Krise entstanden ist, und dass das durch eine überbordende Finanzspekulation auch stattgefunden war. Aber das ist eher der Anlass dieser Krise. Aber der eigentliche Grund für die Krise ist, wie im Kapitalismus üblich, eine Überproduktionskrise. Da gibt es ja auch unterschiedliche Theorien. Also ich kann nur sagen, ich bin Ludwig von Mises, für mich, ich bin halt selbst aus der Finanzindustrie, da habe ich lange gearbeitet. Wo denn? Ich habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und bei einem Fondsmanagementunternehmen, Wölbern hier in Hamburg. Und für mich war es halt immer... Bank Wölbern gibt es noch? Ja, die gibt es nicht mehr, ja, genau. Ach so. Und die haben im Wettbewerb, waren die nicht so gut aufgestellt. Und für mich war halt immer... Damals, als ich von der Finanzkrise gelesen habe, auf dem Papier war ich eigentlich der Experte, hätte eigentlich jeden erklären sollen, warum es dazu gekommen ist, aber eigentlich alles, was man in den Medien gelesen hat, so von wegen, okay, der Kapitalismus führt immer zu Krisen oder es wurde zu viel dereguliert oder die Ratingagenturen haben versagt. Für mich waren das immer nie so richtigen Antworten. Für mich halt einfach, als ich mich mit den Theorien der österreichischen Schule beschäftigt habe, die wirklich seit, es geht ja auf Karl Menger zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts seine Theorien aufgestellt hat, seine Konjunkturzyklen oder die österreichische Konjunkturtheorie, damit konnte man eigentlich alle Wirtschaftskrisen des 20. Jahrhunderts vorhersagen. Ja, die österreichische Schule hat den Vorteil, dass sie wenigstens für Geld eine einigermaßen erträgliche Theorie liefert. Das ist wahr. Und insofern kann sie auch, glaube ich, den Aspekt, den das Geld als Krisenursache hat, glaube ich, wenigstens ansatzweise gut liefern. Aber ich empfehle Ihnen ein gutes Buch von mir. Ende der Party, erschienen 2008. Und das also kurz nachdem Lehman Brothers in die Luft ging. Aber da wird das versucht jedenfalls einigermaßen im Zusammenhang zu erklären, wie das eine mit der Realwirtschaft und wie die Finanzwirtschaft aneinander greifen und wie dieses System des Neoliberalismus eben auch zwangsläufig eigentlich dahin geführt hat zu dieser Krise und warum sie erst zu spät gekommen ist, warum sie nicht schon, wie wir eigentlich erwartet hatten, doch früher gekommen ist. Haben Sie selbst schon mal Mises gelesen, die Gemeinwirtschaft? Nicht das ganze Ding, nein. Ich würde Ihnen das empfehlen, mal Mises zu lesen. Okay. Okay, alles klar. Vielen Dank für das Interview, Herr Theine. Bitte schön. War sehr kontrovers. Ja.